Die 15 Minuten Kontofindung. So schnell hat sich eine Zwangsvollstreckung erledigt. Ich war hellauf begeistert. Immer wieder bekomme ich von treuen Lesern und Anwendern meiner Techniken per E-Mail oder am Telefon Rückmeldungen zum Thema Zwangsvollstreckung. Dieses Mal von einem Busunternehmer. Dessen finanzieller Fahrstreifen wurde enger und enger. Aber er nutzte meine Mittel gegen Titel, um sich rechtlich einzurichten und seine finanziellen Verpflichtungen bedienen zu können, trotz hoher Schulden. Aber jetzt stellte sich ihm zu allem Unglück auch noch Forderungsausfälle und ungerechtfertigte Pfändungsversuche in den Weg. Folge: Sein Busunternehmen geriet ins wirtschaftliche Schleudern. So kam es, dass er jüngst sein Postbank-Online-Banking am PC aufrief und ungläubig feststellen musste, dass ein Gläubiger sein Konto gepfändet hatte. Doch dieser pfiffige Fahrgastbeförderer griff sofort zum Telefon. In einem Gespräch mit der Sachbearbeiterin klärte er, gegen wen diese Zwangsvollstreckungsmaßnahmen denn nun wirklich liefe. Ja, gegen sie, behauptete die Stimme am anderen Ende der Leitung. Daraufhin der Bus- und Unternehmenslenker. Dann lesen Sie mir bitte den Pfändungsbeschluss doch mal genau vor. Das tat die Mitarbeiterin der Bank. Und schon hatte mein Leser den Ansatzpunkt gefunden, um diese Zwangsvollstreckungsmaßnahme auszubremsen. Sehen Sie, junge Frau, die Pfändung läuft nicht gegen meine GbR, sondern gegen mich persönlich. Und da gegen die GbR keine Pfändung läuft, bitte ich Sie, diese sofort aufzuheben. Doch die Mitarbeiterin weigerte sich. Doch der Busunternehmer blieb einsam. Dann fordere ich Sie auf, geben Sie bitte den Pfändungsvorgang sofort in die Rechtsabteilung. Das tat die Bankangestellte dann auch. Und schon 15 Minuten später war das Konto bei der Postbank wieder frei. Der Firmeninhaber konnte wieder voll über seine Gelder verfügen. Und dann schrieb er mir folgende E-Mail. Das schönste Erlebnis aber hatte ich mit einer Bank, die mir mein GbR-Konto pfändete, obwohl die Pfändung auf mich privat lief. Wie in einem ihrer Bücher war es ein langes Hin und Her mit der Beraterin. Dann bat ich um direkte Weiterleitung und Weitergabe an die Rechtsabteilung, da sie nicht einsichtig war. In sage und schreibe 15 Minuten war das Konto wieder frei. Das war einfach göttlich. Und alles aus Ihren Büchern gelernt. Sie sehen, liebe Leser, meine Ratschläge rund um die Zwangsvollstreckung funktionieren tatsächlich. Wenn Sie das Wissen aus Mittel gegen Titel wie eine Blaupause anwenden, werden auch Sie trotz Zwangsvollstreckung finanziell immer flüssig bleiben. Denn Sie haben dann gegen jeden Gläubiger einen ungeheuren Wissensvorsprung. Warten Sie nicht, bis Sie in der wirtschaftlichen Bredouille sind, mit leeren Händen dastehen und sie dann in Geldnotstau feststecken, weil sie über ihre finanziellen Mittel nicht mehr verfügen können. Vorbeugen ist besser als heilen. Deshalb sollten Sie sich mit Hilfe meines Buches Mittel gegen Titel frühzeitig rechtlich einrichten. Nur dann wird Sie ein Gläubiger finanziell nicht mehr aus der Spur drängen können. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.